Also ganz kurz der Hinweis auf der URL mit pat.zing.net/p/pricoma sind die Slides, da gibt es dann Videos und weiterführende Links. Wir reden heute über Social Engineering, das ist der Begriff und wie der junge Mann da vor kurzem gesagt hat, es geht darum, Menschen zu verleiten, was zu tun. Das ist die offizielle Definition. Ich versuche das ein bisschen größer jetzt darzustellen, weil die Idee zu diesem Vortrag kam. Ihr trefft euch da und ihr quasi programmiert Maschinen oder verwendet Codes, um Ausführungen von Maschinen zu machen. Und in Zeiten wie diesen, wie man jetzt zum Beispiel Wahlen hat in den USA oder AfD in Deutschland hochkommt, gibt es da Tools und Möglichkeiten, dass manche Leute programmieren, um ihre Meinungen zu verändern. Werbung basiert drauf. Und das ist die Grundidee von diesem Vortrag ist, dass man einfach zeigt, was für Muster gibt es, wie kann man es anwenden, was für lustige Fälle gibt es und was könnt ihr dadurch lernen, weil diese Programmierung von euch selber wird euch wahrscheinlich euer ganzes Leben lang betreffen. Und ohne die Erkennung der Muster, dass man programmiert wird, ist schwierig, das überhaupt nachzuvollziehen. Das ist die Idee dahinter, wie es oben steht. Die Annahme ist, dass es keine rationalen Menschen gibt. Das ist so ein Mythos aus der Ökonomie. Und was Zweites, was ich mitgeben möchte, ist der Pinocchio. Wenn ihr programmieren könnt, versteht ihr Zahlen. Wenn ihr Zahlen versteht, versteht ihr auch Statistiken. Das heißt, ihr könnt Statistiken einschätzen oder Aussagen mit Zahlen. Das ist relativ einfach. Was die Beispiele später kommen, sind ein bisschen komplexer, weil das euch betrifft. Und diesen externen Blickwinkel zu sehen, um damit umzugehen, wie zum Beispiel Trends, wie jetzt Nudging, dass man halt den Staat hat, der Leute dazu verleitet, ein gesünderes Leben zu leben und sonstiges, darum geht es mir. Ich möchte nur sagen, der Hintergrund ist auch, dass man Spaß hat beim Social Engineering, das ist ganz wichtig und dass man keine krummen Dinge dreht. Also ich glaube, da bei Social Engineering ein Karma, wenn man viel Scheiße baut mit Social Engineering, ist das langfristig nicht erfolgreich. Mein Background, ich kann sagen, ich habe in der Praxis Social Engineering angewendet, das heißt nicht nur theoretischer Vortrag, ich bin auch dazugekommen, ohne dass ich gewusst habe, was das ist. Ich war mal Systemadministrator und einer unserer Kunden waren die Yes Men, falls sie nicht wer kennt, das ist eine großartige Gruppe, die sie also gegen den Klimawandel einsetzt. Der größte Scoop von ihnen war, die Bhopal 84-Katastrophe weltweit bekannt zu machen. Da ging es darum, da gab es einen Chemieunfall, da gab es tausende Tote, 500.000 Verletzte. Und die haben quasi mit Social Engineering auf BBC in den Nachrichten verkündet, dass jetzt am 20-jährigen Jubiläum die Firma, die Union Carbide aufgekauft hat, alle diese Opfer entschädigt. Das war nicht wahr, das war ein Hoax. Die Sache war, weil das in den Nachrichten war, hat es Verbreitung gebracht, dass es diesen Vorfall gab. Der spielte es in Indien ab und im Westen spielte er keine Rolle. Und die Auswirkungen waren, dass der Börsenwert um 4% eingebrochen ist, was ca. 2 Milliarden Dollar waren zu dem Zeitpunkt. Das ist Social Engineering mit Humor aus meiner Sicht und vollkommen gerechtfertigt, weil es darum geht, dass man da Leute, die unterdrückt sind oder keine Entschädigung bekommen haben, hilft. Der zweite Fall war Toiwa, da ging es um einen Domainstreit zwischen eToys und eToy. Zweite war Kunstgruppe. Man sieht dann, da die Kunstgruppe hat dann gewonnen. Und das ist quasi die Quintessenz. Man hat immer die Annahme, dass Menschen immer rational handeln. Ich sage immer, man sollte sich vielleicht immer vorstellen, auf der Gegenseite ist ein Homer Simpson. Das trifft natürlich nicht für alle Personen zu, aber diese Saga von Bier, wenn man die Slides abspielt, hat man dann auch den Sound. Das ist, mit dem man wahrscheinlich einen Großteil der Menschen dealt, wenn man mit denen umgeht oder wenn man wo zum Beispiel Informationen sammelt. Das heißt, es gibt immer relativ einfache, schwache Schnittstelle oder Überbrückungsmöglichkeit. Und das ist beim Homer Simpson wäre es Bier. Wenn man Homer Simpson Bier bringt, dann kriegt man wahrscheinlich von ihm eine gute Aussage. Ursprünglich die von der Geschichte her, vom Mythos her, der Begriff wird jetzt auch noch verdrängt, gibt es ja der trojanisches Pferd. Das heißt, man hat mit einem Geschenk die Tore geöffnet. Ob das jetzt Tore der Stadt waren, da gibt es dann geschichtliche Diskussionen, ob das nicht für ein Schiff steht, ob das nicht kompletter Mythos war. Aber auch in Computersicherheitssystemen ist quasi trojanisches Pferd. Man bringt was rein und übernimmt dann die Gegnerschaft. Die besten Beispiele, die ich kenne für Social Engineering, war zum Beispiel ein Typ, hat 28 Millionen
Diamanten gestohlen in Antwerpen, indem er die Leute einfach überzeugt hat. Das heißt, es war kein Bruch, sondern er ist einfach rein und rausgegangen etliche Male und einmal hat er halt dann die Schließfläche aufgemacht, weil er Schlüssel bekommen hat, die er vorher nicht bekommen hat. 1971 gab es einen großartigen Einbruch beim FBI. Da ging es unter anderem darum, dass man halt vom J. Edgar Hoover quasi den Überwachungsstaat offenlegt. Das ist einer der größten Geschichten, finde ich. Und die grandiose Idee dahinter war, dass sie in das Büro reinkommen, haben sie einen Zettel hingehängt, please don't lock this door. Das heißt, der Zettel sagte, bitte nicht absperren heute. Die Tür ist nicht abgesperrt worden. Das ist so ein Mechanismen, wie das funktioniert. Dann gab es noch zum Beispiel 2006, der crashte jemals die Oscar-Party, weil er einfach als Küchenchef mit einem Lobster zur Party reingegangen ist und natürlich jeder gedacht hat, hey, der gehört dazu, weil er Küchenchef ist. Andere Möglichkeiten, was man aus Filmen dann kennt, ist einfach, dass man mit einem Bauarbeiterhelm oder mit einem Clipboard irgendwie rumläuft oder sie den Umgebungsphasen anpasst, wie dass man einen Anzug trägt, wenn man in richtigen Event ist und so weiter. Was für euch vielleicht auch wichtig ist im Zusammenhang, jetzt nicht nur, wie kann man Menschen, mir geht es gar nicht so viel, was sind die Tools, dass man Menschen beeinflussen kann, sondern wie könnt ihr euch verteidigen und wie geht es hier damit um? Weil was die Schwachstellen auf der anderen Seite sind, seid ihr selber auch. Das heißt, ihr müsst euch damit umgehen in der Zukunft, was ist eure Medienkompetenz, wie schaut euer Filterbubble aus, das heißt, welche Informationen bekommt ihr, wie geht ihr damit um? Super Beispiel dafür ist zum Beispiel dieser Gellmann-Nische-Effekt, das heißt, ihr lest was in der Zeitung und ihr wisst, was ihr lest, zum Beispiel im Sportteil, dass das eine schlechte Reportage ist oder die Fakten nicht passen. Ihr lest aber in der Zeitung dann weiter im Kulturteil und in dem Moment, weil es nicht euer Fachgebiet ist, glaubt ihr alles, was in der Zeitung drin steht, weil es die Kulturabteilung ist. Das finde ich eine schöne Analogie, wie man das erklären kann, wieso es zum Beispiel zu so Sachen jetzt da kommt wie AfD oder Trump. Die Sachen, die es da betrifft, was Social Engineering ist, bei Trump zum Beispiel nennt sie Persuasion, wie überzeugt man Leute, dass sie ihren Schwachsinn auch glauben und davon überzeugt sind. Und das wird wahrscheinlich, also meine Einschätzung wäre, das wird zunehmend in Europa bei den nächsten Wahlen eine große Rolle spielen. Dann gibt es so Probleme, die der Mensch hat, dieser Kurzzeitgedächtnis, dass man vergisst auch Sachen oder man bewertet Sachen, die in der Vergangenheit sind, wieder anders. Großes Beispiel ist die Finanzkrise, war keine 10 Jahre her, ist eigentlich vom Diskurs weg, die Probleme sind noch da, aber man hat komplett vergessen, was war die Ausgangsposition und wie wird die umgesetzt. Dann gibt es ein super Experiment über kurz- oder langfristige Erträge. Das heißt, wenn man Leuten die Möglichkeit gibt, dass sie heute einen Keks haben oder dass sie morgen 2 Kekse haben, gehen die meisten Leute für den kurzfristigen Ertrag, das eine Keks heute. Und dann muss man bedenken, wir leben in einer Zeit, wo das Ganze unter einer Zeit- und Ressourcenknappheit mit einer steigenden Komplexität vor sich geht. Das heißt, das Hirn, wo wir aus der Psychologie sagen können, wir haben manche Mechanismen noch im Platz, die halt einen normalen Ablauf funktionieren, den man nicht mehr steuern kann. Das heißt, wenn gewisse Begebenheiten eintreten, dann reagieren wir auf gewisse Weise. Das Große ist, dass man flüchtet vor einem Löwen. Das Kleine ist zum Beispiel, wenn ich jetzt zu einem von euch hingehe und die Hand reiche und ich sage Hallo, dann ist euer Reflex sofort dazu, die Hand rauszustrecken und auch Hallo sagen. Und auf diese meisten diesen Mustern, die man sozial oder kulturell mitbekommt, sei es über Familie, in dem Land, wo man ist, die gibt es immer bei dem ganzen Social Engineering zu exploiten. Da gibt es ganze Liste, wie kann man dann reingehen, dass man Personen überzeugt, dass man Mitleid haben will, dass man die mit Schmäh überlistet und so weiter. Aber das sind quasi normale Parameter. Und die Erkennung jener Problematiken ist wichtig, dass man überhaupt Entscheidungen treffen kann oder sie selber ansatzweise aus meiner Sicht dafür schützen kann. Es gibt dann die globalen Regeln, wie Menschen reagieren, zum Beispiel seine Reziprozität. Das heißt, wenn ich jemandem einen Gefallen mache, dann fühlt sich der dazu veranlasst, dass er mir einen Gefallen auch wieder retour gibt oder Geschenke. Knappheit. Je knapper jemand was ist, ein Gut, desto höher wird es angesehen. Das heißt, es kommt da Beispiele, wie in der Währung funktioniert, so künstliche Verknappung. Autorität zum Beispiel ist einer der wichtigsten Sachen bei Social Engineering. Wenn jemand mit einer Kleidung kommt, guten Anzug, teuer, guter Haarschnitt, einen Titel wie ein Doktor, jemand anders sagt, das ist die Person, die kümmert sich um das und das, dann glaubt die Gegenseite viel schneller, dass das Realität ist. Es gibt Bindung, zum Beispiel, wenn man die Analogie nimmt mit einem Fußballclub,
wo meisten Leute sagen werden, ja, wenn mein Verein gewinnt, viele hängen davon ab, wie man die Gegenperson mag. Und dann gibt es zum Beispiel ein Experiment, wie geht man damit um, dass man Konsensus schafft. Das heißt, Leute gehen auch immer damit um in die Richtung, sie machen die Dinge, die die Mehrheit der Leute wahrscheinlich machen wird. Unten gibt es diesen Link zu Robert Cialdini. Wir haben nur 15 Minuten, da sind dann super Beispiele eingelistet, wie bei psychologischen Versuchen das Ganze erprobt worden ist. Kann man auch nur einwenden, das eine Beispiel ist natürlich Prisoner, Stanton University Prisoner Case, und um zu sehen, wie angreifbar eigentlich die Psyche ist. Das ist jetzt für die Einführung für euch. Ich habe mir schwer getan, weil ich genau weiß, was ein 14-Jähriger oder 14-Jähriger in Social Engineering machen will. Das war mein erster persönlicher Social Engineering. Das war immer, wenn ich mit dem Zug fahre, habe ich ein Leseabteilschild. Das heißt, ich biege das auf das Abteil, damit ich in Ruhe arbeiten kann. Und die Leute akzeptieren das. Das ist mit der Hand geschrieben, das ist mit dem Dick so drauf biegt. Die Leute, die in das Leseabteil reinkommen, das ich kreiert habe, die lesen dann nur, die sind ruhig. Und das ist, jeder weiß, der Zettel ist wirklich jedes Mal, das funktioniert so großartig. Und wenn der Schaffner kommt, 9 von 10 Schaffner ignorieren es, und ein Schaffner sagt dann, das haben sie aber jetzt selber geschrieben. Und dann sage ich, ja. Und dann geht er weiter. Und das meine ich mit diese Autorität durch einen Zettel oder Absperrbänder, also das funktioniert immer. Weil es ganz wenig Leute gibt, die im Moment, wenn sie was sehen, überhaupt dran nachdenken, okay, der schaut jetzt nicht aus wie ein deutscher Bahnzettel, oder? Und das meine ich mit dem, wie man anfangs lustig damit umgehen kann, da weiterzumachen. Das war 2015 im Rahmen der Republika, diesen Banner aufzuhängen. Das ist ein Betriebsgelände der BVG, da kommt man normalerweise nicht hin. Da ging es darum, dass man Leute erklärt, dass man trotzdem hingehen darf. Das kann jetzt nicht ins Detail reingehen, aber das kann es offstream dann erklären. Macht relativ viel Spaß, da hinzukommen und den Banner aufzuhängen. Und die Möglichkeit oder die Herangehensweise ist relativ einfach, indem man mit Leuten redet. Und dann war 2015 war Paula Bier, das waren die Yes-Men in Berlin, bei einer Gala, die haben halt diese Cinema for Peace Gala gesprengt. Und ich habe die am Sonntag am Abend getroffen und am nächsten Tag haben die halt Tickets gebraucht für diese Gala. Und ich habe gesagt, ich kann die besorgen. Das waren im Prinzip 6 Stunden Arbeit für 6 Karten für eine Gala, wo man normalerweise nicht reinkommt. Und das ist quasi die Vorgehensweise, wie man hingeht. Das heißt, man schaut den Ort an, findet raus, wie organisiert das, weiß die Person, die zuständig ist für die Presseliste, telefoniert mit der, erzählt ihr eine gute Geschichte, erscheint dann vor Ort als Techniker, kriegt ein Mitarbeiterband, geht dann hin, erweitert die Gästeliste für 5 weitere Personen, geht nach Hause, zieht sich den Anzug an, kommt dann wieder zurück und fliegt zum Schluss im Vergleich zu allen anderen nicht raus. Das ist jetzt sind kurz Bilder, wie das ausgesehen hat. Das war unser Polarbier, das war unsere Crew. Wichtig zum Beispiel da ist, dass das ist der Haupteingang, das heißt, jeder musste bei diesem Bär vorbei und die Nachricht gegen den Klimawandel kam mal drüber. Der Keypoint waren diese Schilder, weil wer will nicht die Arktik saven? Ich meine, wer will hinstehen und sagen, Scheiß auf Bären, kann man nicht bringen. Und das war dann, wie die Leute von der Bühne runtergeflogen sind. Und das ist halt für mich Social Engineering. Irgendwo kann man dann schauen, wo ich stimme. Die Krönung war, ich bin nicht rausgeflogen, weil ich dann gesagt habe, wie die anderen rausgeflogen sind zur Sicherheit, obwohl jeder gewusst hat, dass ich eigentlich dabei bin. Guten Job, den sie machen. Es hat natürlich jeder gedacht, ich gehöre nicht dazu. Und wir haben nachher dann die Security-Leute getroffen. Ganz kurz, und falls ihr Interesse habt, ist im euren Alter zum Anfangen, wenn wir Spaß hat bei dem Üben, mein Tipp, wir fangen mal an mit einem 3-Uhr-Trick. Das ist von Milton Erickson, einer der großen Experten auf dem Gebiet. Und zwar, der geht so, jedes Mal, wenn du in Öffentlichkeit wo bist und in einer unangenehmen Situation, das heißt, dir gibt ja einen Rempler oder ist aggressiv, dann sagst du, es ist 3 Uhr. Und das muss wirklich schnell und überzeugend kommen. Und das dauert, also ich habe Monate gebraucht, bis ich dann wirklich drauf gehabt habe. Aber dann sagst du jedes Mal, es ist 3 Uhr. Die andere Person, wenn die frech zu dir ist oder blöd ist, und du sagst, es ist 3 Uhr, ist so perplex für mindestens 2 Sekunden, dass sie nicht weiß, was sie machen soll. Weil sie mit 3 Uhr nicht erwartet wird. Die rempelt dich an, du sagst, es ist 3 Uhr. Und es gibt hier im Prinzip Zeitbuffer. Oder wir leben in einer Gesellschaft, die immer schneller wird. Ihr könnt es ausprobieren, wenn ihr zum Beispiel in ein Gespräch setzt, dass ihr einfach, wenn euch wer was fragt, 7 Sekunden lang nichts macht.
müsst ihr mal ausprobieren. Die Gegenperson, ihr schaut sie in die Augen, die Gegenperson weiß nicht, was los ist. Weil wir gewohnt sind, wenn wir mit jemandem reden, wir reden, der redet zurück. Und das ist ein Ping-Pong-Spiel. Und diese Sekunden, ihr könnt es wirklich ausprobieren, diese Sekunden, die werden extrem schmerzhaft sein für die andere Person, weil die nicht weiß, was ist los. Der schaut mir an, ich habe ihn was gefragt, der antwortet nicht. Und das sind so quasi, was da sind Pattern, also Musterunterbrechungen, die man antrainieren muss, weil auf der Gegenseite, was ihr macht eigentlich, ist, mit Mustern zu spielen, um die Gegenperson sowas zu verleiten. Also der Person zum Beispiel, vorher bei den Karten warst du, rufst an, erklärst die Person, wir haben sie in Wien mal bla 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 getroffen bei der und der Veranstaltung und das Vortrag war super und ihr habt das Buch dazu gelesen und jada, jada, jada. Und die Person baut irgendwie eine Verbindung mit dir auf, obwohl du die Person noch nie gesehen hast. Und die zwei Sachen sind wir selber quasi mit Lernz, also für mich hat es geholfen, Patterns unterbrechen. Und der letzte Tipp ist normalerweise, ist relativ, glaube ich, eine Übungssache, ist relativ einfach und der wichtigste Punkt ist, ernsthaft Leute ernst zu nehmen. Und der größte Trick bei dem Ganzen ist, dass ihr Sekretärinnen, Portiere, also die kleinsten Rede im ganzen Betrieb, grüßt, hallo sagt, bla bla, Beziehung aufbaut, weil ihr rein und raus müsst. Also wenn ihr Informationen braucht, ihr müsst immer auf die zurückgreifen. Die wissen am meisten von allen, sind, weil sie keine ernst nimmt, die am sowas von happy sind, wenn man mit denen auf Augenhöhe spricht und die ernst nimmt. Das ist im größten Augenkontakt, Danke sagen und selber zu lernen, dann halt zu filtern. Und der Abwehrmechanismen, ich glaube, es ist extrem schwierig. Es gibt meiner Meinung nach fast keine, außer dass man die Muster kennen kann, die lernt, umgeht und eine Awareness hat. Und das ist für alle, weil der Vortrag jetzt, glaube ich, schon vorbei ist, die Liste, die ich gut finde anzuschauen. Es gibt da super von Hope Conference in New York, die machen immer Social Engineering Panel, da kann man sich dann anschauen, wie die großartigen, also Master of the Universe. Social Engineering einfach Firmen anrufen und innerhalb von 15 Minuten Informationen raussaugen, die man so nicht raussaugen kann. Also aus meiner Sicht ist großartig. Eins fürs allgemeine Verständnis, was ich super finde im Zusammenhang, dieses This is Water von David Foster Wallace, da gibt es ein super Video dazu. Da geht es um zwei Fische, die im Wasser sind und dann kommt ein alter Fisch vorbei und der fragt die zwei jungen Fische, wie ist das Wasser? Und die zwei jungen Fische sagen, was ist Wasser? Das ist die Metapher dafür. Und man muss das verstehen in dem Raum, wie man sich bewegt, damit man die Leute quasi Informationen raussauen kann. Vorher war nur ein Beispiel, was extrem lustig ist, dass ein Sträfling, der auf der Flucht war, von einem Polizisten aufgehalten wurde. Der Polizist ruft an, ob das der Sträfling ist, der entflohen ist und der Sträfling quatscht so viel mit dem Polizisten, dass er halt dann nach 10 Minuten Quatschen davonkommt. Das war im Prinzip die Kurzzusammenfassung. Ich hoffe, euch war es auch ein Spaß oder war es hilfreich, daran zu denken, wie man Leute programmieren kann. Und falls wir Fragen haben, bitte. Auch eine schöne Form des Nudging ist so eine Jubelperser, die man irgendwo hinstellt und die einfach losklatschen und dann klatschen alle anderen mit. Dankeschön. Nee. Danke für deinen Vortrag, super gut. Ich glaube, es sind ein paar Fragen da. Vielleicht auch nochmal, gibt es ja noch ein anderes Beispiel, wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit. Ja, ich komme zu dir. Kann man da in diese Richtung irgendwas studieren? Also ich habe gerade nach gegoogelt im Internet, da war was von angewandte Sozialwissenschaften, aber da ist ja auch eher wieder so Sozialarbeiter und Ähnliches, aber nicht direkt. Also das ist was Interessantes, es gibt, ich glaube, richtiges Studium per se nicht, es gibt halt Sozialwissenschaft, die damit beschäftigt, das andere ist Verhaltensökonomie, dann gibt es eine Reihe von Literatur, die da wie der Mensch funktioniert. Bei Verhaltensökonomie geht es jetzt vor allem in den letzten Jahren darum, wie kann man die Bevölkerung dazu bringen, zum Beispiel gesünder zu leben, weniger zu rauchen, mehr Sport zu betreiben und wie kann man Anreize schalten. Ich finde das spannend insofern, weil es eine ganze Bandbreite gibt, jetzt davon Interface Design, wie man Leute sanft erstens vorgibt, dass sie Auswahlmöglichkeiten haben, die limitiert sind. Und wenn man Auswahlmöglichkeiten hat, dann nimmt man zum Beispiel immer das mittlere Angebot. Und wie reagiert der Geist drauf? Das wäre ein Ansatz. Es gibt Robert Thaler, super Buch, Case Sunstein. Wie gesagt, die sind immer mit Vorsicht zu genießen, weil die im Prinzip sagen,
der Staat soll auch den Bürger nudgen, also immer ein bisschen anstupsen, was er machen soll. Darum finde ich es wichtig, dass man es versteht, wie die Methodik funktioniert, damit man sich ja dagegen, wenn man sagt, man will das nicht haben, wehren kann. Ansonsten vor dieser Vortrag, die psychologischen Grundlagen des Social Engineering von Stefan Schumacher. Der kommt halt aus der wissenschaftlichen Seite. Da gibt es eine Stunde lang Vortrag, wo es relativ ins Detail reingeht, zu den Grundlagen, und erklärt auch super, was da für empirische Studien dabei waren. Also Milgram-Experiment, falls das jemanden sagt, oder eben das Stanford Prisoner Study. Die sind dann schon relativ zart, aber interessant zu sehen, wie funktioniert sowas, wenn einer dasteht mit einem als Doktoranzug und einfach sagt, du kannst das schon noch 450 Volt bestrafen, dann macht man das, weil der Doktor dasteht und man sagt, man hat da keine Verantwortung. Wenn der gleiche Typ keinen Doktortitel hat oder keinen Anzug, dann ist anscheinend bei diesen Experimenten die Wahrscheinlichkeit, dass jemand diesen Button pusht, etliches geringer. Es gibt auch ein Berufsbild, nennt sich Versicherungsvertreter und Vermögensverwalter. aber die machen ja auch sozusagen viel mit Show, aber auch sonst sozusagen andere Berufe sozusagen nutzen ist. Es gibt auch ein schönes Beispiel, müsst ihr darauf achten, wenn ihr Ärzte habt, zum Arzt geht. Manchmal haben ja sogar Allgemeinärzte dann mal keinen Kittel an oder so und sind total lässig. Man nimmt die unbewusst dann weniger ernst und hört weniger auf die, als wenn es so ein Arzt mit Kittel ist, der ganz wichtig ist und so eine Brille hat, über die er guckt. Aber es gab hier noch eine Frage. Ich wollte eigentlich eine Anmerkung machen, und zwar zu deiner Frage des Studierens. Es ist im Prinzip alles, wo du lernst, Menschen zu verstehen und zu gucken, wie es funktioniert. Und eins davon ist Social Psychology, also ist Psychologie, und es ist eine Fachrichtung der Psychologie. Ja, also zum Martin sein Einwurf. Ich glaube, es war eine USA-Studie bei Physiotherapeuten, die jetzt keine Ärzte sind, aber wenn die ihr Diplom an die Wand hängen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten den Anweisungen nachkommen, glaube ich, um 38% höher. Und das ist nur quasi, weil ein Papier an der Wand hängt. Diplom wäre dann sozusagen das Arztzeugnis oder dass man die Arztzulassung... Das sind Physiotherapeuten. Also es sind immer Ärzte. Ja. Physiotherapeuten, okay. Aber einfach nur, dass wenn man das gewohnt ist, da hängt irgendwo eine Auszeichnung von einem Titel oder Anerkennung für Arbeitsfeld, steigen die Wahrscheinlichkeiten. Ja, also einfach mal, wenn man selbst irgendwie so einen Hobbyraum hat oder in seinem Kinderzimmer, könnte man ja auch so Zeugnisse hinhängen, und vielleicht denken dann die Eltern, dass man kompetenter ist, wenn man so ein paar Urkunden einfach an die Wand hängt. Ja, das ist zum Beispiel das darf man ja noch unterschätzen, das als Jugendliche, das heißt, ihr werdet ja wahrscheinlich tagtäglich eure Eltern manipulieren. Das ist nichts anderes als Social Engineering. Hausaufgaben pro und dann so ein Lehrer, ausgezeichneter Schüler irgendwie des Jahres, und dann mal gucken, wie die Eltern reagieren, wenn er so ein Plakat aufhängt. Oder die Großeltern. Gut, dank dir, Happy. Und Dankeschön. Ja, du bist ja noch eine Weile da. Ja. Cooler Vortrag. Falls er Fragen hat, gerne. Und check die Yes-Man aus, super Stuff.